Hi und herzlich willkommen zu Startup Willi. Mein Name ist Lukas und heute testen wir Jamino. Jamino stellt verschiedene Suppen und Produkte her, die alle 100% bio, regional und nachhaltig hergestellt werden und das Ganze von Hand. Am Ende des Videos gibt es noch eine kleine Verlosung von genau dieser Box, die wir heute testen. Bleibt also bis zum Schluss dran und jetzt geht's los mit dem Intro. So, dann sind wir jetzt hier auf der Seite von Jamino und wir sehen hier nochmal ein paar Informationen, hier direkt mit Bildern. Hier nochmal das Prinzip, wie das Ganze funktionieren soll. Dann haben wir hier verschiedene Produkte, die sie schon anpreisen. Und hier nochmal die Werte, die wir gerade schon gesagt haben. Genau, so ist der Aufbau. Gehen wir jetzt aber direkt mal in den Shop. In dem Shop können wir hier wählen, welche Box wir haben wollen. Also es gibt 4, 6 und 12er Box. Am zweiten Schritt wähle ich dann die Sorten aus. Also können wir einfach die Sorten, die ihr haben wollt. Hier oben sind die Suppen. Hier unten sind mehr die richtigen Speisen. Können dann einfach auswählen. Werden dann hier dementsprechend dazu getragen, wenn ihr hier auf den Warenkorb drückt. Und jetzt haben wir hier schon die erste hinzugefügt. Aktuelle Auswahl ist 1. Wir haben ja die 4er Box. Das heißt, wir können uns hier das weiter aussuchen. Können hier wählen, ob wir das einmalig haben wollen oder alle 2 Wochen. Bei alle 2 Wochen ist das Ganze inklusive Versand. Bei einmalig ist das zuzüglich Versand. Was immer noch ganz schön ist, wenn ihr hier verschiedene Speisen auswählt, dann seht ihr hier immer noch, was drin ist, also verschiedene Informationen noch dazu. Auch hier die ganzen Kalorien, also ist doch auch noch viel Information für einzelne Produkte. So, dann haben wir jetzt einfach mal eine zusammengewürfelte Jamino Box. Wir haben insgesamt 4 ausgewählt, dürfen ja auch 4 haben. Einmalig kostet das Ganze 28,46 inklusive Versand. Gucken wir mal, wie hoch der Versand noch ist. So, dann sehen wir hier Standardversand 3,90 €, können auch mit den ganz normalen Sachen bezahlen und können hier direkt dann bestellen. So, soweit zum Bestellprozess. Jetzt gehen wir rüber und schauen uns mal das Produkt an. So, das Paket von Jamino ist gekommen. Gucken wir einfach mal rein, was drin ist. Hier die Zubereitung, wie man es machen kann, entweder im Topf, in der Mikrowelle oder im Wasserbad. Und was haben wir hier noch? Einfach nochmal was über die Werte. Hier haben wir unsere verschiedenen Produkte. Wir haben als erstes hier einmal ein spitzes Huhn, Tomatensuppe, Chili con Carne und hier noch Karotten-Ingwer-Kokossuppe. Haltbar bis zum 15.07., 30.06., 26.06. und 10.07. Also jetzt noch so gut 2 Monate. Holen wir das Ganze mal raus. So, hier haben wir die Produkte. Hier sehen wir nochmal, welche Präferenz sie quasi erfüllen. Auch hier sehen wir, ob sie laktosefrei oder glutenfrei sind, sehen wir hier quasi direkt. Ja, ansonsten hier nochmal das Logo drauf. So, dann würde ich sagen, probieren wir direkt eins aus. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal hier das spitze Huhn. Mit dem fangen wir einfach mal an und die restlichen probiere ich mal im Laufe der Woche. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung von Jamino. Erstmal zu der Bestellung. Der Kontakt war wirklich freundlich, sehr professionell, aber trotzdem jung und offen. Die Reaktionsgeschwindigkeit war schnell, also ich habe das Paket eigentlich relativ bald bei mir gehabt. Die Kosten waren okay. Ich denke, sie sind angemessen, also es ist nicht wirklich billig, aber ich glaube, dafür kriegt man auch wirklich ein gutes und hochwertiges Produkt und weiß, was man da auch hat. Die Einfachheit auf der Homepage war echt gut gemacht, war schön aufgebaut, man hat dann einfach die einzelne Suppe für die Box auswählen können. Was mir da einfach gerade noch einfällt, man hat es vielleicht bei anderen Startups gesehen, aber vielleicht kann man ja per Drag and Drop die ganzen Suppen noch rüberziehen im Warenkorb, wäre vielleicht noch was ganz Nettes. So, jetzt zu dem Produkt. Die Qualität war wirklich sehr gut, war sehr hochwertig gemacht. Auch die Verarbeitung ist handgemacht, also daher wirklich, wirklich top. Die Verpackung, in dem das Ganze ankam, war gut gemacht, war genügend Sicherheit bei dem Ganzen drin. Die Nutzenerfüllung fand ich wirklich super, war sehr lecker, aber auch einfach schnell zu machen, einfach schnell zu mitnehmen in die Mikrowelle rein und innerhalb von 2-3 Minuten hat man echt ein gutes Essen. Zu der Persönlichkeit von Jamino, man sieht einfach da wirklich, dass sie sich Mühe geben, da hängt wirklich Handarbeit dahinter. Das merkt man einfach an der ganzen Bestellung, an dem ganzen Produkt, das ist einfach wirklich gut, das Design passt zueinander, ist hochwertig, ist schlüssig aber auch ineinander, daher also wirklich top. So, jetzt zusammenfassend, Jamino ist ein wirklich super Produkt, hat mir sehr gut gefallen, ist natürlich etwas teuer, aber dafür kriegt man auch wirklich gute Produkte und weiß auch, dass sie hochwertig hergestellt sind. Und ihr könnt jetzt noch genauso eine Box gewinnen, wie wir heute getestet haben. Was müsst ihr dafür machen? Ihr geht auf unsere Facebook-Seite, teilt unseren Post mit dem Videotest und unter allen Leuten, die das geteilt haben, verlosen wir die Box. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr wieder zu einem neuen Videotest. Bis dahin wünsche ich euch eine super erfolgreiche Zeit und macht's gut. Bis dahin.